Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer Runde World of Warships. Ja, wir spielen mal ein bisschen was anderes, ein bisschen andere Genre sozusagen. Ihr seht, ich habe aber auch schon ein bisschen gespielt. Ist aber ein Zeitl her. Das ist das letzte Mal gleich, dass ich die König freigeschaltet habe oder die Langley. Ist aber auch ein bisschen her. Ich würde einfach sagen, wir gehen jetzt hier mit der König, meinem größten Kampfschiff der deutschen Marine, mal in ein schönes Zufallsgefecht und schauen mal, wie ich mich noch schlage in diesem Spiel. Könnte ja blöd enden. Ich weiß nicht, wie schnell die Folge vorbeigeht. Schauen wir mal, was passiert. Ich bin gespannt. Ewig lang nicht mehr gespielt. Ewig lang. Jetzt bin ich mal gespannt. Vor allem mit was für Teamkameraden, was für Schiffe sind in unserem Team heute. Okay. Teammitglieder. Na, wir haben maximal Level 6er, ein Flugzeugträger beidseitig. Schaut nach sehr viel Schlachtschiffen aus. Oh, Level 7er. Da haben wir die Scharnhorst, wie es ausschaut, oder? Das ist die Scharnhorst, oder? Lassen wir uns überraschen, ab ins Gefecht. Oh, geht gleich schon los. Volle Kraft voraus. Okay. Die Schlacht beginnt. Wie fahren wir? Viel Glück allen. Ich würde um B rumfahren. Jetzt müssen wir ein bisschen lenken. Komm schon, Junge. Du schaffst es. Komm schon. Um B rum. So. Kurs halten. Nein, 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 nein. Zurück. Zurück. Auf Null. Ja, jetzt fahren wir ein bisschen weiter außen rum. Müssen ein bisschen vorsichtig. Zurück, 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 zurück. So. Ich richte immer meine Kanonen schon im Vorhinein aus ein bisschen. Ach, guck mal. Ich wollte gerade Alt drücken, um die Kanonen zu halten. Das geht gar nicht. Hups. Gegnerische Streitkräfte am Horizont gesichtet. Wo? Okay, also da vorne. Oh, Flugzeugträger. Huch. Die mal ein halber Kilometer entfernt. Der wird wahrscheinlich versuchen. Können Sie auf der Karte sehen? Die waren gerade. Wo bin ich hier? Hier irgendwo. Die werden also versuchen, hier rumzufahren. Auch wahrscheinlich. Oder rein theoretisch wäre es schlau, mit dem Grid gerade nach unten zu fahren, oder? Drehen wir nochmal ein bisschen unser Schiff. Komm schon. Ausrichten. Darf ich eh nichts? Nee. Da ist ein Schiff. Ich sehe ein Schiff. Feuer auf gegnerisches Kriegsschiff konzentrieren. 18 Kilometer Entfernung. Wie weit kann ich schießen? 14,10 Kilometer. Eieiei. Ich sehe schon wieder was Sachen fliegen. Das kann nicht gut sein. Holy, was sind das für bunte Farben? Ich wusste gar nicht, dass es rote Leuchtmunition gibt. 16 Kilometer. 14,9 hinter dem Hügel. Das könnte ein Ziel sein. Mann, jetzt ist der Back wieder weg. Geht nicht, bin ich bei dir. Hinter dem Hügel. Ausrichten, Jungs. Scheiße, wir müssen ein bisschen wenden noch. Sonst haben wir keine Feuerkraft, keine Geballte. Wir reduzieren auf ein Drittel der Kraft. Halt. 4,10, also der liegt 200 Meter entfernt. Na, der dreht ab, oder? Aber weil ich wegfahre, ich voll Depp. Wo ist der? Ich will auch sehen. Lasst mich mitspielen! Wird sind die alle entfernt? 19, 16. Wie viel gibt es nur 14? Boah, mir fehlen wieder 2 Kilometer. Jetzt muss ich mich langsam entscheiden. Da, warte mal. Wo ist er denn? Ach, jetzt kommt schon! Immer wenn ich was sehe, ist es weg. Ich will ballern! Auch nicht ohne. Da war mal. Jetzt ist unsere Schussreichweite. Jetzt schießt die Kaiser. Schauen wir, ob wir was treffen. Ah, Scheiße. Oh, da
verballert was. Wie ging denn das nochmal? Wo denn? Darauf konzentrieren. Au, ich brenne. Warte mal. Ich habe noch nichts getroffen. Mann. Aber jetzt ist er dran. Das ist jetzt unsere Chance. Entfernung 10 Kilometer. Feuer. Das war jetzt eher unbeabsichtigt. Aber es könnte genau Treffer werden. Verdammt. Ich habe getroffen. Und ich kann bis dahin schießen. Jetzt ist die Kaiser dran. Gehen die auf mich? Die gehen ja noch. Huch. Ja, das ist jetzt mal so, ne? Tschüss. Ich glaube, ich habe mich verschätzt. Ich müsste ungefähr hier hinballern, oder? Ich habe mal noch so nach... Oh, schöner Treffer. Ausweichmanöver! Bieg das Schiff! Das tat dem Schiff halt nicht so gut. Und? Alle Stationen, melde Position eines strategischen Ziels. Verdammt, noch ein Durchschlag! Alle Stationen, melde Position eines strategischen Ziels. Bremsen! Wir wenden! Wir machen einen taktischen Dreher. Und wenn es gut läuft... 4 Schuss! Ah! Feuer! Frei! Die Frontsalve schießen lassen. Und jetzt Gas. Jetzt ist Gas rein. Jetzt haben wir die Kurve. Einen Durchschlag, jawohl. Da kommt einer schön in Reichweite. Schau dir den an. Der will's. Der will es. Komm, dreht euch alle jetzt sofort. Verdammt. Der will's auch. Komm schon. Ich brauch Munition. Ausrichten. Komm schon. Der ist 8 Kilometer entfernt. Den treffen wir super. Wie schaut's auf der Linie aus? Perfekte Schifffahrt 3. Komm her. Komm her. Scheiße, schon wieder. Feuer. Ach, jetzt. Mann. Schickt Aufklärungsschiff los. Ich habe ein Flugzeug. Entschuldigung. Bremsung. Das müsste ein besserer Treffer werden. Ah, einer drüber. Ich will jetzt den Japaner hier. Aua. Wartet kurz. Das hat mir gepasst. Schöner Treffer. Jetzt schickt eine Salve. Nein. Oh, meine Nack. Meine Nahkampfwaffen schießen. Ja, ja. Da geht's ab, Jungs. Bis zum letzten Kahn. War das unserer? Nein. Oh, shit. Mann. Das gibt's doch nicht. Kriegsschiff durch Sowjet-Sushus zerstört. Das ist neu. Ich geh mal in den Zuschauermodus. Boah, der ist flott. Der ist flott unterwegs. Was ist das? Vielleicht sollte ich doch mal was Agiles ausprobieren. Ja, komm, das machen wir jetzt auch. Ab zum Hafen. Das machen wir jetzt noch schnell. Wir tun noch einmal was Agiles ausprobieren. Das war jetzt ein bisschen was Größeres. Sowas wie ich, ein großer Schlachtkreuzer. Der dreht sich in 10 Minuten um. Und schau mal, habe ich noch was Kleines? Probier. Was ist das denn?
Italiener. Oh, wie süß. Haben wir das Interessante? Haben wir hier noch... Ich habe eine Samson. Stufe 2. Ach du Scheiße. Hat das überhaupt eine Kanone? Nee, hat nicht mal ansatzweise eine Kanone. Ich habe noch eine Stufe 2 Chester. Ach komm, wir nehmen jetzt den Italiener. Ich habe noch nie mit den Italienern gespielt. Ab ins Gefecht. Probier mal die Italianos aus. Italianos. Ich habe keinen Plan, wie dieses Schiff funktioniert. Ich habe immer Kreuzer gespielt. Ich konnte immer schön weit wegbleiben. Und ich hatte lange Zeit auch gute Erfahrungen damit. Irgendwann habe ich es irgendwie nicht mehr hingekriegt. Jetzt probieren wir uns mal mit klein und fein aus. Komm schon. Spieler innerhalb ihrer Reichweite. 2 von 120. Als ob. Okay. Ich glaube, wir müssen umsatteln. Kann das sein? Komm schon. Mit ein Schiff gerade mal. Was soll denn das? Gibt es denn keine Anfängerspiele mehr, oder was? Zwei. Ach komm, ich will das jetzt ausprobieren, das Schiff. Das kann doch nicht sein. Dann nehmen wir irgendwas anderes. Dann haben wir denn noch Schönes. Komm. Da sind doch sicher mehr. 5. 7. Ja, schau mal. Geht besser. Sieben Kreuzer sind wir da. Ich esse noch ein paar Walnüsse. Oder doch nicht. Alles Level 1 dagegen halt natürlich AI in diesem Fall leider. Aber Polar mehr. Schauen wir uns mal dieses kleine schöne... Ja, das hat Regien hinten. Ah, für die Munitionsverladung wahrscheinlich, ne? Volle Kraft voraus. Wo sind... Was habe ich denn für Geschütze eigentlich? Da eine Doppelkanone. Und hinten eine Doppelkanone. Das wird witzig. Mit wenig Kanönchen. Aber wir brauchen die XP für die Italiener. Die haben noch nichts. Los geht's. Komm, volle... Dieser schneller. Glaube ich, oder? Ist er schneller? Was ist das eigentlich da vorne für ein Schiff? Das ist ein Deutscher. Ach, schau an. Was haben wir da drüben? Ein Engländer. Noch ein Engländer? Englisch, Deutsch, Deutsch, Japanisch. Ab in die Tiefen. Noch ein Deutscher. Schau, ich habe kein Flugzeug dabei diesmal, ne? Schade. Ach, schau mal, wie schnell sich die Kanonen ausrichten. Also im Gegensatz zum Schlacht... Es ist immer noch langsam, ja, aber im Gegensatz zum Schlachtkreuzer... Was ist da vorne? Wo kommen denn die jetzt her? Sehe ich das richtig? Das sind Flugzeuge von uns, oder? Und irgendwie habe ich da einen Anhaltspunkt, wie weit ich... Ayolo, ich kann auch so zielen. Easy peasy. Diese Wendigkeit. Oh. Ich halt lieber immer irgendwo in meine zwei Kanonen. Oh, warte mal. 12 Kilometer. Wie weit kann ich schießen? 6,8 Kilometer. Darüber will ich. Nee, warte mal. Da drüben ist auch einer. Ich gehe volle Wäsche auf ihn zu. Gegnerischen Kreuzer gesichtet. Feuer! Italianos! Treffer! Ausweichmanöver! Italianos überleben mich nicht hier. Oder die Italianos kriegen keiner in dem Fall. Upsala. Falsche Mannschaft im Kopf gehabt. Wendung einleiten. Wir müssen alle vier Kanonen auf ihn so richten. Das gibt eine schöne Salve. Kommt schon, Jungs. Ausgeschaltet der Betrieb. Ja, perfekt. Drehen wir ein bisschen zurück. Nehme ich gerade echt aus der Schussbahn? Nein! Das war der bescheuertste Move, den ich hätte machen können.
Unser Team hat die Führung übernommen. Ach nee, gegen AI verliert man ja auch so schnell. Ich habe schon gegen AI verloren, ich sag mal nichts. Apropos, drehe ich gut genug? Ja. Ich will aus dem Hinterhalt kommen. Ich habe fast noch volle Lumen. Volle Lumen. So, das passt mir. Geradeaus wieder. Die nehme ich jetzt sofort unter Schutz, sobald ich sie sehe. Wo sind sie denn? Wo sind sie? Nein, du fährst nicht weg. Gegnerischer Kreuzer zerstört. Das tat weh. Unser Sieg ist in Sicht. Jetzt nach da hinten, aber mit Vollkaracho. Jetzt kommt Johnny! Was? Hey! Ich war gut! 9200 EP. Ja, ein zerstörten 26 Treffer. Hey, das hat Spaß gemacht. Weiter gerne. Nee, zurück zum Hafen. Können wir die auf. Ich würde gerne bei den. Schauen wir doch mal noch schnell so am Ende der schönen Folge hier. Container. Was gibt es in der Forschung von. Ah ja, ich habe eventuell einfach versucht aufzunehmen und bin aus dem Spiel gegangen. War nicht das Schlauste. Ich entschuldige mich auch für die Leute, die ich da rausgenommen habe. Wie viele Blumen? Die Venice, was ist das denn für ein Schiff? Holy shit, Omoni! Das ist ein Italiener? Wie viel brauchen wir denn eigentlich für den nächsten Italiano? Und wie schaut der nächste Italiano aus? Der schaut jetzt aber nicht so cool aus. Wie schaut der folgende Italiano aus? Die Tarantino? Die schaut auch und meine Güte, warum immer so viel Schornsteine? Reduziert's doch mal. Was? Doppelkanone, Doppelkanone, Nonnenkanone. Nochmal zwei Doppelkanonen. Hm. Und das hier. Oh, wow. Hey, ich bin doppelt so breit wie meine Kanone, aber ich habe immer trotzdem nur zwei. Flugzeug. Und nochmal zwei Doppelkanonen. Und hier noch ganz viel kleine. Mhm. Und dann kommt die Sechser. Also die Italiener haben es mit ihren Doppelkanonen. Wo sind die Trippelkanonen, Jungs? Jungs, Trippelkanonen. Da kann doch eine Kanone dazu. Kommt schon. Da haben wir es doch. Die schaut aber auch schon dementsprechend gut aus, ne? Aber Leute, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.